Hallo und willkommen in meiner kleinen Backstube. Vor ungefähr 3-4 Wochen habe ich neue Rezepte in den Blog gestellt, und zwar ein reines Roggensauerteigbrot und Dinkelemmer-Weizenbrötchen, die Dreikorn-Krustis. Und weil beide Rezepte so speziell sind, zeige ich dir jetzt im Video, wie ich das Ganze backe. Beginnen wir mit dem Roggenbrot. Das Roggenbrot ist in der Vorbereitung relativ aufwendig. Wir müssen 3 verschiedene Sachen machen, aber in der Herstellung an sich am Backtag ganz, ganz einfach. Der erste Schritt ist der Sauerteig. In der Schüssel haben wir unser Roggenmehl, 1370 von der Type. Das Wasser kommt dazu. Wasser ist 50 Grad heiß. Dann kommt das Salz dazu. 2% auf die Mehlmenge berechnet. Und jetzt verrühre ich das Ganze schon ein bisschen, dass sich das Wasser angleicht mit dem Mehl, sonst wird das zu heiß für den Sauerteig. Alles verrührt. Ich nehme dafür einfach einen Löffel. Es ging ja auch bei größeren Mengen in der Küchenmaschine. Nach dem Sauerteig machen wir jetzt unser Malzstück. Das klingt kompliziert, aber so kompliziert ist es gar nicht. Das ist eine Mischung aus Mehl und Wasser und ein bisschen aktivem Malzmehl. Wir packen das alles in die Maschine. So, wir geben das Wasser dazu. Das Wasser kann ruhig schon eine Grundwärme haben, das, was der Wasserhahn hergibt. Das Mehl sollte ein helles Roggenmehl sein, das lässt sich besser verzuckern, also durch das Malz in Zucker umwandeln. Und jetzt kommt das Malzmehl dazu, sieht ein bisschen dunkler aus als das Mehl. Das alles wandert in die Maschine mit einem speziellen Haken. Den Haken nehme ich raus. Und der geschwungene Haken kommt rein, der kann die ganze Masse wunderbar umrühren. Ich stelle die Temperatur ein, 65 Grad braucht die Masse, und dann stellen wir die Zeit ein, 3 Stunden, Heizstufe 1. Das Malzstück ist fertig. Ich wiege mir jetzt immer eine Portion ab. Und decke das mit Klarsichtfolie ab. 2 Vorarbeiten haben wir. Die dritte kommt jetzt, nämlich ein sogenanntes Brühstück aus altem Brot. Altes Brot heißt, ich habe Brotreste getrocknet, geröstet im Ofen und möchte die jetzt klein mahlen, klein drücken, und zwar im Fleischwolf. Das funktioniert ganz gut mit der kleinsten Lochscheibe. So, das Altbrot ist fertig zerdrückt. Hier sind grobe und feine Bestandteile drin. Die feinen Bestandteile siebe ich ab, die groben kommen nochmal oben rein. Und jetzt kann es losgehen an das Brühstück. Das Brühstück ist fast fertig. Wir haben Altbrot hier in der Schüssel, wir haben Salz in der Schüssel, und jetzt kommt kochendes Wasser oben drüber, mit dem Ziel, Wasser zu binden und das Brot so saftiger zu machen. Direkt auf die Oberfläche lege ich eine Klarsichtfolie, damit das Wasser, was hier in dem Brühstück steckt, nicht raus kann, also sich kein Kondenswasser bilden kann. Das Ziel des Brühstückes ist ja gerade, Wasser zu binden und das Brot so saftiger zu machen und natürlich auch aromatischer. Die Vorbereitungen für das Roggenbrot sind beendet. Jetzt geht es an die Brötchen. Für die Brötchen brauche ich einerseits einen Vorteig und andererseits ein Brühstück aus Roggenschrot. Und das Roggenschrot mahle ich mir selber mit der Getreidemühle, die zur Küchenmaschine gehört. Das Schrot ist fertig gemahlen, kommt jetzt hier in die Schüssel und wird überbrüht mit kochendem Wasser. Und gleichzeitig gebe ich das gesamte Salz in das Brühstück, was in den Teig kommen soll. Wassermenge doppelt so viel wie das Schrot. Dann kommt, wie gehabt, eine Folie oben drüber. Vorarbeit Nummer 2 für die Brötchen ist ein Vorteig aus Emmer Vollkornmehl. Emmer Vollkornmehl, die Hälfte davon an Wasser dazugeben, das wird ein sehr fester Teig. Und ein kleines bisschen Hefe, das sind 2 Gramm. Die kommen hier rein und werden erstmal grob vermischt. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Wir können unseren Roggenbrotteig machen. Der Sauerteig ist reif, die Brühstücke sind kalt geworden. Auf geht's. So. Zuerst das Wasser. Das Wasser ist 50 Grad warm. Dann das Altbrot-Brühstück. Das Malzstück. Das Mehl ist reines Roggenmehl, 1370 von der Type. Und der Sauerteig als alleiniges Triebmittel, keine Hefe im Spiel, keine Backhefe.
Wir mischen unsere Zutaten zusammen zum Teig. Roggen wird nicht geknetet, sondern nur gemischt. Und zwar in der Küchenmaschine mit dem Flachschläger oder K-Haken oder Pedal, gibt es verschiedene Namen dafür. Die Temperatur stelle ich auf 35 Grad, immer 5 Grad mehr als der Teig braucht, weil das Ding von unten geheizt wird. Zeit sind ungefähr 10 Minuten im langsamen Gang. 10 Minuten deshalb, damit das Mehl gut verquellen kann. Und auf minimaler Stufe heißt bei der Maschine für meine Rezepte zwischen Min und 1. Der Teig ist fertig gemischt. Ich kratze ihn noch ein bisschen vom Rand runter. Und jetzt geht es darum, ihn über eine Dreiviertelstunde zu temperieren, ihn auf 30 Grad zu bringen. Der hat ungefähr 25 Grad, deshalb stelle ich die Maschine wieder ein auf 35 Grad. Decke die Schüssel ab, dass es nicht austrocknet. Und los geht's. Die Dreiviertelstunde ist vorbei. Der Teig ist ein bisschen aufgegangen, ein bisschen hochgekommen, riecht sehr gut. Und jetzt packe ich den auf die Arbeitsfläche. Der Teigling ist reif. Ich backe den Teig im Topf, im Gusseisentopf. Der ist heiß, 250 Grad. Und jetzt lasse ich den Teigling hier reinfallen. Sieht brutal aus, ist es aber nicht für den Teigling. Deckel wieder drauf und so das Ganze in den Ofen stellen. So, nach ungefähr der Dreiviertel Backzeit nehme ich den Deckel ab, damit sich die Kruste noch richtig bilden kann. Der zweite Teig im Bunde nach dem Roggenbrotteig ist unser Dreikornbrötchen. Dreikorn setzt sich zusammen aus dem Emmer Vollkornmehl im Vorteig, dem Roggenschrot im Brühstück und dem Weizenmehl Type 550, was die Hauptmasse des Teiges ausmacht. Dazu kommt Fett, nämlich Butter, ein bisschen Hefe, 5 Gramm und Gerstenmalzextrakt, also Flüssigmalz, lässt sich super ersetzen mit Rübensirup oder mit Honig. Zuerst das Wasser in die Schüssel. Macht sich immer gut, damit keine Mehlreste bleiben. Die Butter, die Hefe. Dann der Vorteig. Hat eine tolle Konsistenz. Das Brühstück. Dann das Malz. Und zum Schluss das Mehl oben drüber. So, es geht in die Maschine. Diesmal nicht wie beim Roggenteig mit dem Flachschläger, sondern diesmal mit dem Spiralhaken. Einfach deshalb, weil wir einen Teiggerüst aufbauen wollen. Der Weizen hat Klebereiweiß in sich und das soll ein Gerüst bilden. Das funktioniert nur, wenn wir den intensiv kneten. Wir mischen den Teig auf niedrigster Stufe. Niedrigste Stufe ist zwischen Min und 1 bei meinen Rezepten. Die Knetstufe ist bei mir eine Nummer höher, also zwischen 1 und 2. Der Teig ist nach der Zeit fertig geknetet. 5 Minuten langsam, 8 Minuten schnell. Und um jetzt rauszubekommen, ob er wirklich fertig ist, nehme ich mir ein Stück Teig mit nassen Fingern und versuche es dünn auszuziehen. Wenn das funktioniert, schön straff und dünn, ungefähr so, dann ist der Teig fertig geknetet. Ich messe jetzt noch die Teigtemperatur. Fertig geknetet ist er ja. Und die sollte jetzt um die 26 Grad sein, genau. Dann passt das ungefähr mit dem Rezept. 2 Stunden Reifezeit hat der Teig jetzt vor sich und damit er auf der Temperatur bleibt, stelle ich die Maschine auf 31 Grad, also 5 Grad mehr als der Teig haben soll. Decke sie ab. Und los geht's. Eine Stunde ist vorbei von den 2 Stunden Reifezeit. Nach der Hälfte dieser Reifezeit, also nach einer Stunde, wird der Teig gedehnt und gefaltet. Und das mache ich mit nassen Händen. Das strafft den Teig, gleicht die Teigtemperatur an. So, 2 Stunden sind um. Unser Teig für die Brötchen ist gut aufgegangen. Sieht sehr gut aus und kommt jetzt auf die Arbeitsplatte. Und zwar sehr, sehr schonend. Die Luft, die jetzt im Teig steckt, die wollen wir gerne erhalten.
Das heißt, ich gehe mit der Teigkarte nur unter den Teig und er fällt von alleine raus. So, dann kriegt er oben drüber noch ein bisschen Schrot. Bevor ich meine Teiglinge absteche, ziehe ich den Teig ein bisschen auseinander, damit meine Brötchen am Ende nicht zu dick werden. Und zwar von unten, auch so bleibt das Gas im Teig. Jetzt kann ich mir Bahnen abstechen. Und diese Bahnen werden dann portioniert zu den Brötchenteiglingen. Holen wir uns die Teiglinge raus, drehen die dabei. Die liegen also jetzt mit der Seite nach oben. Ich schneide die Teiglinge noch ein. Die Brötchen sind draußen, haben ungefähr 20 Minuten gebraucht im Ofen mit Heißluft. Ausnahmsweise mit Heißluft, sonst backe ich alles bei Ober- und Unterhitze. Heute ist das Rezept auf 2 Portionen ausgelegt, also auf ungefähr 15 bis 18 Brötchen. Deshalb backe ich mit Heißluft, aber auf heißen Blechen, also vorgeheizte Bleche. Jetzt müssen die Brötchen noch abgesprüht werden mit Wasser, damit ein schöner Glanz entsteht und dann sind wir fertig. 2 wunderbare Ergebnisse, ein Roggenbrot nur mit Sauerteig gelockert und Weizen-Emmer-Dinkelbrötchen. Wenn du nachbacken möchtest, findest du unter www.plötzblog.de alle Rezepte. Und wenn dich interessiert, was ich mit bestimmten Knetmaschinen mache, welche Meinung ich dazu habe, dann findest du unter teigkneten.de alle Informationen. Viel Spaß beim Nachbacken!